Hallo und guten Morgen. Die Sonne lacht über Tübingen. Willkommen hier beim PV Marktplatz der BayWa RE. Wir haben ins Novotegra-Lager hier 25 Hersteller eingeladen, ihre Produkthighlights des Jahres zu zeigen. Wir werden sie jetzt besuchen und jeder bekommt eine Minute Zeit, um das Highlight kurz vorzustellen. Folgen Sie mir in die Halle. Let's go! Wir starten jetzt mit dem ersten Hersteller, Yasolar. Schöne Module. Und heute Morgen treffe ich Fabiola. Guten Morgen. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Wie wir schon gesagt haben, du hast eine Minute Zeit, dein Highlight hier vorzustellen. Ich stoppe das Ganze. Let's go. Also mein Name ist Fabiola Windeln. Ich komme von JA Solar. Und wir haben hier auf der Hausmesse unser Highlight ausgestellt. Das ist das YAM 54 D41 in der Wattage 435, 440 im Moment erhältlich. Das ist ein Full Black, biferziales Modul. Das heißt, Sie sehen hier auf der Rückseite ebenfalls die Kontakte. Das heißt, auch da über die Rückseite haben Sie die Möglichkeit, einen Ertrag zu erzeugen. Wir haben dieses Produkt auch in der Variante mit einem weißen Gitternet aufgedruckt. Da haben Sie immer so 5 Watt mehr. Das wäre dann das YAM D40 in der Leistungsklasse 445, 450 momentan erhältlich. Und alle unsere Produkte haben 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie und sind momentan verfügbar bei der BayWa. Und stopp, vielen Dank. Fabiola, sehr schön. Ein sehr schönes schwarzes Modul. Ja. Fast schon sehr dunkel. Ja, so wie es die Kunden wünschen. Und was ich da zum ersten Mal gesehen habe, ist tatsächlich dieser Passepartout auf der Rückseite. Das ist dieses Biferziale, genau. Ja, genau, dass es also eben von hinten auch durchscheinen kann. Ja. Vielen Dank für die kurze Einführung. Wir sehen uns auf alle Fälle heute noch. Bis später dann. Auf jeden Fall. Dankeschön. Alles klar, machen wir gleich weiter hier mit dem weiteren Modulhersteller Cinco Solar. Und heute Morgen begrüße ich Roland. Roland, guten Morgen, wie geht's dir? Hallo, ja gut, danke. Hier bei der BayWa-Messe muss ja gut gehen, ne? Muss gut gehen, genau. Wir haben schon angekündigt, oh ja, eine Minute für euer Highlight. Genau. Fangen wir an? Fasse ich mich kurz, ja. Also unser Highlight, das ist praktisch unser Topcon-Modul. Hier in der Full-Black-Variante gibt es auch als Bifazial und als mit weißem Backsheet praktisch. Cinco ist ja der Hersteller, der das in den Massenmarkt gebracht hat, diese Technologie, auch sehr, sehr viele Patente darauf hält. Und kurz gesagt sind hier die Vorteile zum einen eine höhere Effizienz, eine höhere Zelleffizienz, aber auch ein besseres Schwachlichtverhalten, bessere Temperaturkoeffizienz. Und prinzipiell gibt es ja die Technologie schon eine Weile, aber wir haben es jetzt halt in den Massenmarkt gebracht und haben wieder einen Fortschritt gemacht bei der Modultechnologie. Ja, wirklich schönes, dunkles Blau. Sehr viele Busbars. Werden es noch mehr werden oder was ist dein Mehr Einschätzung? Mehr nicht. Ne? Also es reicht schon fürs Erste. Ja. Was dann die Zukunft bringt, werden wir noch sehen. Es gibt ja viele mögliche Varianten, die in den Schubladen noch stecken. Aber ich glaube, mehr werden es nicht mehr. Okay, vielen Dank. Die Minute ist schon rum. Ich habe noch eine kleine Frage. Ja. Meinst du, ist es möglich, dass man die Busbars vielleicht auch dunkel einfärbt? Die Busbars nicht, also, aber es gibt ja andere Technologien, so wie die Rückkontakttechnologie, die dann noch eine dunklere Optik geben. Aber jetzt prinzipiell ist das ja schon sehr schön von der Optik her. Und wenn es mal auf dem Dach ist, dann sieht man gar keine Busbars mehr. Ja, die fahren sich so sehr gut. Nadelstreifenoptik eigentlich. Genau, ne? Nadelstreifenoptik. Ja, ja. Obwohl es auch, also auch nicht mehr modisch ist. Sehr modisch. Ja, ja. Mal modisch war. War, ja. Kommt wieder. Abos sind in sich. Genau. Jetzt aber es wahrscheinlich auch nicht mehr nächstes Jahr. Ne? Nächstes Jahr kommt wieder Nadelstreifen. Ja, alles klar. Bin Roland, ich überzeugt. Vielen Dank. Gerne. Für euer schönes schwarzes Modul. Wir sehen uns auf alle Fälle hier noch auf der Messe. Ja, danke. Fürs Interview. Danke. Ja, ciao. Alles klar, machen wir weiter mit einem deutschen Hersteller, Soluxtec. Ich freue mich, Tim, Mr. Soluxtec, würde ich sogar sagen. Also er, der alles erfindet, möchte uns ein ganz neues Produkt hier heute zeigen.
Tim, du hast eine Minute. Dankeschön. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir haben hier ein neues Produkt mitgebracht, das im Gegensatz zu den Mainstream-Produkten schmaler ist und wir dem Kundenwunsch von unter einem Meter wieder gerecht werden möchten. Wir haben ein Doppelglasmodul bifazial mit einer Traglast von bis zu 8100 Pascal pro Quadratmeter entspricht hier dabei. Und wir sind überzeugt davon, dass wir hiermit eine Nische bedienen können, die das Gros der Mitbewerber momentan noch nicht im Portfolio hat. Ja, vielen Dank. Und ich glaube nicht mal, dass es so eine kleine Nische ist. Ja? Also komplizierte Dächer, Gauben, untere Reihe, passt ja alles, oder? Also vom Strom her wird es ja sein wie ein großes, ist es nur halt schmaler und leichter. Ganz genau. Und wir sind halt angehalten worden von den Installateurinnen, denen es so ein wenig schwer fiel, die Modulbreite von über 1,10 Meter jeden Tag bewegen zu wollen. Und auch gesagt haben, dass teilweise kleinere Dächer, gerade im Reihenhausbereich, sehr schmal sind und man wesentlich mehr Kilowatt Peak installieren kann mit schmaleren Modulen, anstatt die größeren, wo es dann teilweise schwer wird, die Dachflächen vernünftig belegen zu können. Alles klar, ja. Und die Minute ist rum. Aber ich habe noch eine Frage. Ihr macht momentan auch die Zulassung dafür. Das heißt, also in Fassaden oder in Carports ist es auf alle Fälle dann auch gedacht. Und dann ist es wirklich eine große Nische. Wir haben gestern mit der Novoteca gesprochen. Wir werden noch den einen oder anderen Test machen. Von unserer Seite aus sind die Tests soweit alle durch, die Zertifikate sind alle da. Jetzt geht es darum, die Kompatibilitäten mit der Novoteca abzusprechen. Und dann kann man das auch gemeinsam mit BayWa und Novoteca an den Markt bringen. Alles klar, vielen Dank, super. Ich freue mich drauf. Danke. Nach den ganzen Modulen jetzt endlich mal Leistungselektronik, und zwar richtige Leistungselektronik. Ich bin hier bei Volker Andreas von Riello. Und du möchtest uns kurz die HPS HE vorstellen, richtig? Genau. Die HBS-HE-Baureihe von uns ist also für den Gewerbe- und Industriebereich eine sichere Stromversorgung. Es geht uns halt immer um den entsprechenden sicheren Strom für den Gewerbebereich. Hier wird allerdings eben auch gekoppelt die Speicherfähigkeit und die Einbindung der Erneuerbaren in die sicheren Netze. Das ist eine absolute Alleinstellung, dass wir halt dem Kunden versprechen können, dass er ein sicheres Netz bekommt, wo er eben seine Erneuerbaren, seine regelbaren Lasten und so weiter mit reinnehmen kann und wir die dann eben auch steuern können. Das heißt, er kann bei uns das Gesamtpackage der Speicher, der sicheren Versorgung und der Steuerung von seinen Erneuerbaren eben bekommen. Und das Ganze ununterbrochen, ja? Also genau, sagt, ohne Unterbruch, 0 Millisekunden, kann das Ding umschalten zwischen Netz und Eigenversorgung. Und das ist natürlich eine absolute Sache. Heute mit der IoT, überall sind die ganzen Rechner drin, als auch zum Beispiel CNC-Maschinen, Druckgussanlagen und so weiter. Papierfabriken, die können das überhaupt nicht vertragen, dass ich einen Unterbruch habe, auch nicht ein paar Millisekunden. Und dafür sind diese Geräte natürlich perfekt. Ne? Alles klar. Von 100 bis 800 kW. Genau. Wir selber haben hier eine 400 kW Maschine. Richtig. Werfen unnötige Lasten ab. Genau. Aber das kann man ganz kundenindividuell Das kann man kundenindividuell machen. Ja, auch zum Beispiel im österreichischen Bereich halt die Umschaltung der PV. Da gibt es ja nach Tornorm jetzt auch diese Geschichte, dass ich im Notnetz erst die PV hinter die Anlage schieben darf. Ne, die im normalen Netzbetrieb darf ich das ja leider nicht in Österreich. Auch das können wir realisieren. Ne, da sind wir auch konform. Volker Andreas, vielen Dank für die kurze Einführung. Also alle, die interessiert sind hier an Gewerbespeichern, können sich bei dir melden oder bei uns. Ja, Horst. Bei euch auch, beim Horst, genau. Vielen Dank. Gute Messe noch weiterhin. Ja. Danke. Danke, tschüss. Guten Morgen, Christian. Wir sehen uns mal wieder. Guten Morgen, guten Morgen. Hier bei BYD am Stand. Ihr habt nicht viel mitgebracht, aber du hast sicherlich viel zu erzählen. Natürlich. Aber vorsichtig, du hast nur eine Minute Zeit. Ja, ist ja wie in der Turnhalle hier. Krafttraining mit Stoppuhr. Ich habe nicht viel zu erzählen, aber ich habe hier die Premium-Serie. Das ist auch unser einziger Aussteller heute. Wir sind wie immer ein bisschen minimalistisch ausgestattet. Wir wollen effizient bleiben. Mit der HVS, HVM Premium im Residential-Bereich haben wir immer noch die bisherigen Produkte, laufen hier wie geschnitten Brot. Und jetzt haben wir schon eine halbe Minute weg. Utility, ja, wird ganz interessant. Da haben wir die MCQ als neues Produkt. Die hat die Blade-Batterien, die hatten wir auf der letzten Intersolar, wir zwei zusammen besprochen. Die haben jetzt auch in USA haben wir große Projekte, 6 Gigawattstunden schon ans Netz gebracht. Wir haben jetzt gerade
Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich den ersten Pilot in UK aufgebaut. Dann bin ich hier rüber geflogen, um bei euch auf der Hausmesse zu sein. Jetzt habe ich noch 15 Sekunden und jetzt kann ich noch ein bisschen Werbung machen für den CNI-Bereich. Hier geht es ja um Sektorenkopplung hier. Da wollen wir auch angreifen und haben gerade noch eine Entwicklung im Petto. Also da wird was kommen. Wir haben noch nichts Marktreifes, fair enough, aber wir sind dabei und wir werden kommen. Ja. Alles klar. Vielen Dank, Christian. Wir freuen uns drauf. Wir kennen ja schon auch die größeren Speicher, haben wir schon mal welche gehabt. Und ihr seid einfach the battery, richtig? Ja. Und von daher erwarten wir da noch viel im Laufe des Jahres mit eben den schönen Standardprodukten, die einfach gut laufen, die zu allem passen, die sehr effizient sind. HTW Berlin, sage ich nur. Und dann eben auch die größeren. Ja, wir konzentrieren uns aufs Wesentliche, the battery. Danke dir. Alles klar, gut. Super, vielen Dank. Minute gut genutzt. Danke. Wir sehen uns. Ciao. Alles klar, guten Morgen, Roman. Morgen, Andreas. Schön, dich zu sehen hier auf dem HIS-Stand. Erzähl mal, was macht HIS? Wir sind in Südhessen ansässig, in Oberzent genauer gesagt. Wir sind ein Unternehmen, das seit über 25 Jahren in der neuen erneuerbaren Energie tätig sind. Wir haben unsere eigene Produktionsstätte dort, sind insgesamt 400 Mitarbeiter auf 6 Standorte verteilt, haben über 60 Gigawatt Leistung schon mit unseren Komponenten versorgt. Und ja, würde ich jetzt was sagen. Was sind die Komponenten? Wir wollten uns ja alles angucken hier. Wir sind Solarkabelhersteller. Okay. Produzieren auch die GAKs, Generatoranschlusskästen, DC-Überspannungsboxen. Mhm. Kann man nennen, wie man möchte. Das Besondere hierbei ist, die Fertigung ist bei uns. Das heißt, wir sind auch in engem Kontakt mit unseren Lieferanten bzw. Komponentenherstellern. Sind wir immer auf dem neuesten Stand. Nutzen hier jetzt auch zum Beispiel die Neuerungen, was den Überspannungsableiter betrifft, haben wir direkt umgesetzt, damit die Kunden auch von BayWa direkt das Beste und das Neueste in ihren Produkten haben. Was bei uns auch ganz neu ist dieses Jahr, ist Hiscon 2.0. Das sind besondere Splitter mit unserer neuen besonderen Vergusstechnik, TÜV-zertifiziert und auch bei BayWa bald erhältlich. Okay, cool, vielen Dank. Sehr gerne. Ich sehe auch, das ganze Zubehör kommt von auch euch. Auch alles von uns. Wir sind strategischer Partner von Stäubli. Das heißt, das ganze Stäubli-Portfolio wird auch über uns abgedeckt. Alles klar, gut, vielen, vielen Dank. Ja, wir sind ja echt gute Partner in dem Bereich. Ja, sehr schön. Roman, schön, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank. Wir sehen uns noch. Bestimmt heute noch. Alles klar, gut, alles klar. Bis später. Bis dann. Guten Morgen, Max. Hallo, guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, ja. Wir stehen hier schon am Modul. Du hast eine Minute Zeit. Sag mir mal, was ist wirklich das Herausragende an euren Longi-Modulen hier? Ja, genau. Also dieses Jahr, wir haben neue Produkte, heißt der Haimo X6 Doppelglas. Und für Doppelglas, wir haben drei unterschiedliche Varianten. Also wir haben Standard 54 HTD, ne, das mit dem Weißsheet hier dazwischen der Zeller. Wir haben auch 55 HTD Transparent. Das heißt, zwischen der Zeller ist einfach transparent. Wenn die Module auf der Dach ist, aufs Dach installiert sind, dann man sieht auch die Farbe des Dachs. Ne? Mhm. Und wir haben natürlich auch die Vorplatte-Version für 50 HTDB. Das heißt, auf der Frontseite man sieht schön homogen schwarz aus. Und natürlich für Freiflächeprojekte, wir haben auch die großen Module, heißt 270 HTD. Genau. Ah, cool, cool, cool. Ja. Wir haben noch 15 Sekunden. Ich finde es ja besonders schick, dass er wirklich Rückkontaktzellen verwendet. Ja? Genau, das BC-Technologie heißt Rückseitekontakt. Das heißt, auf der Frontseite, da gibt es keine metallische Kontaktierung, deswegen weniger Abdeckung, somit wir die bessere Effizienz 22,5% erreichen. Mhm. Genau. Alles klar, 22,5. Wann kommen die 23%? Lass uns überraschen. Ja, genau. Alles klar, alles klar. Bis dahin freuen wir uns an der Optik einfach, dieser wirklich homogenen, bußbarfreien Optik. Mhm. Und ja, vielen Dank, Max. Ja, sehr gerne. Schön, euch hier zu haben bei uns auf der Messe. Wir sehen uns nachher nochmal. Ja, danke schön. Danke. Ja. Tschüss, tschüss. Tschüss. Weiterer spannender Stand. Wir könnten auch draußen drehen. Wir haben auch selber einen Intellien-Speicher hier stehen. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit Luis. Guten Morgen, Luis. Guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Freut du kennst auch. Die Regeln. Eine Minute. Sag mal deine Highlights. Alles klar. Wir sind Intellien. Wir sind Experte für Batteriespeichersysteme im gewerblichen Segment. Heißt, wir fangen bei unserem Intellien Scale Block an mit 73 Kilowattstunden Kapazität.
Haben auch eine Indoor-Lösung mit dem Scale Stack. Das geht von 154 Kilowattstunden bis 660 Kilowattstunden. Und haben auch noch größere Speichersysteme, die projektbasiert sind. Besonderheit bei uns ist, dass wir ein spezielles Brandschutzsystem haben, das dafür sorgt, dass kein Brand und keine Explosion passieren kann. Genau. Cool, genau. Wie, der steht ja bei uns draußen auf dem Parkplatz, der macht Peak Shaving hauptsächlich, ne? Also genau. Peak Shaving ist eine Anwendung. Was gibt es noch im Gewerbe? Ja, die klassische Eigenverbrauchsoptimierung wie im Haushaltsbereich. Darüber hinaus gibt es auch Fälle für die Elektromobilität, dass der Netzanschluss nicht ausreicht. Da macht es Sinn, den Speicher als Puffer zu nutzen. Absolut. Und was zukünftig auch immer mehr Thema sein wird, ist, dass dynamische Stromtarife ausgenutzt werden können. Alles klar. Die Minute ist rum, dynamische Stromtarife. Ihr macht aber mit den Großen auch noch sicherlich dann eben Regelenergie, aber das ist ja wirklich dann, genau, sagen wir mal, ganz, ja, weit weg. Aber hier für jeden Gewerbebetreibenden eigentlich, der ein bisschen in die Zukunft denkt, ist wahrscheinlich ein großer Speicher schon das Ding der Dinge. Ja, wie du das gesagt hast, ja, Peak Shaving, ja, Eigenverbrauch plus Elektromobilität, ja, ein ganz großes Thema. Auf jeden Fall. Also man muss das in meinem Gesamtkonzept sehen. Elektromobilität, zunehmende Elektrifizierung, dezentrale Erzeuger und dann halt am besten das mit dem Speicher dann auch ausnutzen, dass man zukünftig auch dafür gewappnet ist, wenn die Strompreise ein bisschen teurer werden zu Zeiten, wo die Nachfrage sehr hoch ist, und dass man dann den Speicher so nutzen kann, um die Energiekosten deutlich zu senken. Alles klar, vielen Dank. Jo. Cool. Wir sehen uns gerne. Noch. Danke auch. Ja, also viel Spaß noch. Danke. Herzlich willkommen bei Goodwill. Guten Morgen, Kevin. Hi. Schön, dich zu sehen. Jawohl. Dein Lächeln ist ja wirklich wie die Sonne draußen. Danke. Bei uns. Auch herzlich willkommen an alle Teilnehmer, Kunden von Bäuber. Alles klar, vielen Dank. Wir sind hier gekommen, um eine Minute von dir die Highlights eures Produkts hier zu sehen. Jawohl. Ich starte. Okay. Ja, herzlich willkommen hier an alle Kunden von Bäuber. Bei Goodwill, denke mal, wir haben eins der breitesten Hybrid- und Batteriewechselrichter-Portfolios auf dem Markt. Sag mal, wir sind sehr bekannt eben für unsere breite Bandbreite an Hybridwechselrichtern, an Batteriewechselrichtern. Fängt bei 3 kW an, geht hoch bis zum 100 kW Gewerbehybrid- und Batteriewechselrichter. Wir haben die Kombination eben auch mit unseren eigenen Hochvoltspeichern, Niedervoltspeichern. Und sind auch mit sehr vielen anderen kompatiblen Batteriewechselrichtern und Speicherherstellern kompatibel, wie zum Beispiel hier auch BYD und Pilontech, die ihr ja auch im Programm habt. Ja, absolut. Von dem her haben wir hier, denke ich mal, spannende Lösungen. Das Highlight in unserem Programm, denke ich mal, unsere integrierte Notstromlösung, die alle unsere Wechselrichter integriert haben. Von dem her, die Wechselrichter kommen mit einem All-Inclusive-Paket. Und damit die Kunden auch die volle Bandbreite haben der Experience, haben wir auch ein Goodwill Plus Partnerprogramm für alle Installateure. Und da können Sie gerne bei uns auf der Homepage unter de.goodwill.com oben unter dem Goodwill Plus Reiter das Programm anschauen. Und Sie profitieren mit jeder installierten Goodwill Anlage. Ja, vielen Dank. Ja, genau. Ich glaube, es war super wichtig, das Programm nochmal zu erwähnen. Ja. Das habt ihr wirklich schön gemacht, ja, okay, mit guten Schulungsvideos. Ne? Also es ist nicht nur die Produkte, die rausstechen, hier der kleine, aber auch der große ET, sondern auch, sage ich mal, das Ganze gut wie zusammen. Ja? Genau. Alles klar, hey, alles klar, danke. Vielen Dank für den kurzen Abriss. Machen wir auch nochmal ein Goodwill? Jawohl. Alles klar, danke. Wir sehen uns, ja. Ja, guten Morgen, Markus. Hallo. Hey, freut mich hier bei dir auf dem Stand zu sein. MyPV, bist ja Mr. MyPV. Was hast du hier mitgebracht oder was ist dein Top-Highlight hier von unserer Hausmesse? Ja, also wir haben natürlich die ganze Produktpalette mitgebracht, von den Heizstäben von der Gleichstromseite bis hin zu den Wechselstromseiten, okay, von 3 kW bis zu 9 kW. Das neueste Produkt, das ja bei uns am Markt verfügbar ist, ist die AC-Elva 2, die mit 0 bis 3,5 kW eigentlich jeden Endkunden genau trifft, von Eigenversorgungsgrad. Ist auch das meist gekaufte Produkt mittlerweile, wo wir auch noch hinterherhinken mit der Lieferzeit. Ich weiß, dass ich da noch Hausübungen machen muss, aber wie gesagt, wir kämpfen und wachsen ständig. Ja, top, sehr schön. Ist ja wirklich, ist das ein neues Gehäuse? Sieht irgendwie. Genau, ist ein neues Gehäuse. Wir haben hier die AC-11E abgelöst, die wir aus Bauteilgründen nicht mehr bekommen haben. Da sind uns Controller abgekündigt worden. Aus diesem Grund haben wir das Produkt neu aufgesetzt.
eben nicht nur von den inneren Werten, auch von den äußeren Werten. Sprich, wir haben da ein Alu-Druckgussgehäuse verwendet, wo man einfach auch optisch nachher viel ansprechender ist als ein Gehäuse, wie es zum Beispiel noch die Elva hat. Die Elva ist, wie gesagt, unser ältestes Produkt, ist mittlerweile seit 13 Jahren am Markt, funktioniert. Darum kündigen wir es auch nicht ab, weil es einfach auch immer wieder gebraucht wird. Aber natürlich ist da ein optischer Unterschied, das wissen wir schon, das ist uns klar. Ja, alles klar. Hey, vielen Dank für den kurzen Abriss. Ich finde es wirklich schön, wie ihr hier die Energiewende macht, ja, wie ihr hier den Wärmebereich mit integriert. Genau. Das ist wirklich ein tolles Feeling, das hier rüberkommt. Danke, super, Markus. Freut mich, danke. Tschüss. Ja, wir sehen uns. Ciao. Alles klar. Guten Morgen, Kai. Hi, grüß dich, Andreas. Servus. Schön, dich wiederzusehen. Auf der Intersolar haben wir uns gesehen. Jetzt sehen wir uns hier auf unserem PV-Marktplatz. Wie hat er dir bisher gefallen? Super. Also wir sind ja schon seit gestern hier. Tolle Gespräche. Hat wirklich super Feedback auch zu unseren neuen Produkten bekommen. Tolle Veranstaltung. Sollten wir nochmal machen. Ja, unbedingt. Apropos neues Produkt. Wir haben schon gesagt, wir kommen vorbei. Du stellst das neue Produkt vor. Hast eine Minute Zeit. Ich würde sagen, wir fangen gleich an, oder? Ja, vielen Dank. Ja, wir stehen hier auch schon vor dem Plenticore G3. Das absolute flexible, ja, flexible Gerät. Nur noch mit drei Systemgrößen, S, M und L, haben wir die Möglichkeit, den ersten Hybridwechselrichter, Solarwechselrichter oder Batteriewechselrichter, der in seiner Leistungsabgabe individuell erweitert werden kann. Bei der Installation wird ihm gerade gesagt, wie viel Leistung er kann. Das Ganze als Made in Germany Produkt an unserem Standort in Hagen produziert. Absolute Premium-Qualität. Wir halten weiterhin an einer Vollausstattung fest. Unter anderem haben wir hier unser Display zu sehen, was wirklich einzigartig ist. Dazu Ersatzstromfähigkeit mit einem manuellen Backup-Switch haben wir hier die Möglichkeit, eben auch das gesamte Haus direkt zu versorgen. Genau. Ja, sehr schön. Also die L-Version kommt zu uns aufs Lager, habe ich jetzt gesehen, demnächst verkaufen wir mit Backup. Das ist wirklich das, genau, mit der Highlight L-Version geht es jetzt im April los. Wir als Ergänzung quasi, um unser Hybrid-Portfolio nach oben hin zu erweitern. Und ab April mit der L-Variante inklusive Backup, richtig. Alles klar. Vielen Dank, Kai. Vielen Dank für die kurze Vorstellung von dem neuen Highlight jetzt wirklich. Ja. Wir freuen uns, dass wir da dieses Jahr gut den Markt bedienen können. Danke. Ja, freut mich auch. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jetzt waren wir bei Kostal. Der halbe Tag ist schon rum. Wir haben noch einen weiteren halben Tag vor uns. Allerdings haben wir schon viel gesehen, sind viel rumgelaufen. Wir waren bei Intellien, wir waren bei Goodwill, wir haben Module gesehen. Wir haben ganz viele Leute gesprochen, ganz viele Informationen eingesammelt. Aber mittlerweile habe ich auch ein bisschen Hunger. Ja, ich hoffe, es gibt gleich was zu essen hier in der Mittagspause. 12.30 Uhr sollte es fertig sein. Ich komme hier doch vorbei. BYD haben wir besucht, Riello haben wir besucht, genau, Yasola und Jinko. Solux-Tech nicht zu vergessen, unseren deutschen Hersteller mit dem schmalen Modul. Und jetzt gehen wir in den Bereich, wo die Vorträge sind und wo wir auch unsere Firma vorstellen. Als erstes ist Marketing ist da. Hallo. Und die Finanzbuchhaltung. Und ich rieche schon was, das Essen müsste bald fertig sein. Wir haben jetzt lecker gegessen hier auf unserem PV-Marktplatz, praktisch auch ein PV-Essensmarkt. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier intern noch für Verbesserungen haben. Ich gehe zu Roland. Hi Andi, grüß dich. Hey Roland, servus. Ich darf dir kurz meine neue Palette vorstellen. Deswegen komme ich, ja. Zeig mir mal, was du... Super, das machen wir jetzt mal. Schau mal, wir haben eine neue Nachhaltigkeit, ja. Die Palette ist nicht mehr aus Holz, ja. Sondern aus Pappe, ja, stabile Pappe. Man hält 300 bis 400 Kilo aus, ist stapelbar. Und ich zeige mal ganz kurz, wie man die aufbaut. 300 ja? Kilo, okay. 300 also. Kilo, jawohl. Wir setzen einen Aufsetzring drauf. Danach wird Pakete reingemacht, Wechselrichter, Batterien, Pakete. Je nachdem, wir haben Höhen von 40, 70 und 1 Meter.
können wir uns raussuchen. Wenn alles drin ist, Deckel drüber, Karton drauf. Okay. Ein Deckel drauf. So ist das Ding, zwei Bänder rum, und was wir uns einsparen, ist die nicht ganz so nachhaltige Folie, fällt weg, kommen nur noch zwei Umreifungsbänder drauf und fertig. Und Stapelbar. Stapelbar, hast du gesagt, ja genau. Dreifach stapelbar bei stehender Lagerung und 300, also die ganze Palette mit 300 Kilo können wir nochmal drauf stapeln. Das heißt, wir sparen uns auch Frachtraum im LKW durch doppelte Ladung. Ja, perfekt, perfekt. Okay, ja, alles drauf, was man braucht. Alles drauf, was man braucht. Sehr schön, ja. Kannst du nicht stolz drauf sein. Ja. Bin ich sehr stolz drauf. Es gibt es auch in Euro-Paletten-Variante. Dazu zeigen wir nächstes Mal mehr. 80 auf 1,10. 120 auf 80, ja. Alles klar, super. Roland, freut mich. Mich auch. Ich bin ganz stolz drauf. Gelebte Energiewende. Und, ja. Jawohl. Okay, alles klar, dann. Bis demnächst. Weiter, gute Messe. Bis zum nächsten Produkt. Dann jetzt die zweite Halbzeit unserer Messe. Gehen wir gleich mal zu Enphase, zu Stefan, der wartet schon, und fragen ihn nach seinen Highlights. Jetzt sind wir hier bei Enphase, bei Stefan. Hallo Stefan. Grüß dich. Schön, dich wiederzusehen hier. Ja, ebenso. Also wir sind immer wieder gerne bei euch. Heute mal ja, in anderer Atmosphäre, nicht wie die Intersolar letztes Jahr. Die kleine Intersolar würde ich was nennen hier. Ja, qualitativ auf jeden Fall. Das Beste vom Besten habt ihr einmal rausgesucht aus eurem Portfolio, und da freut es uns natürlich, dass wir dabei sein können. Ja, diesmal wollen wir es ein bisschen knapper machen. Eine Minute, dein Highlight, go. Mein Highlight. Mein Highlight ist immer noch unser Energiemanagementsystem. Das haben wir letztes Jahr auf der Intersolar vorgestellt und wir haben es jetzt noch ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, das, was ihr schon kanntet, ist Thema Ladestation, Wärmepumpe. Aber was wir jetzt hier eigentlich wollen, ist, dass wir die Energie möglichst dann nutzen, wenn sie günstig ist. Thema dynamische Tarife. Na, also das ist ja irgendwo in allerlei, in aller Munde drin. Was kann ich irgendwie, wann kann ich meinen Strom günstig beziehen? Ab 1.1.25 Vorschrift, dass es jeder Energieversorger anbieten kann oder anbieten muss. Und naja, mit der kleinen Kiste realisieren wir das. Weil unser Energiemanagementsystem, unser Energy Router, der ermöglicht im Prinzip so ab Mitte Q2, also nächstes Quartal, dieses Jahr, das sagt man ja immer bei uns in der Branche ganz gerne dazu, welches Jahr, ermöglicht halt dem Endkunden, sein Elektroauto zum Beispiel nachts zu annähernd 0 Euro Energiekosten zu laden. Natürlich, ne, Gebühren, Steuern und so kommt obendrauf. Aber halt dann wirklich für den Energiemarkt oder für den Strommarkt, sagen wir mal, ein bisschen Service zu liefern. Sprich, immer dann, wenn der Strom billig ist, Strom tanken. Immer dann, wenn der Strom teuer ist, aus dem Speicher rausnehmen. Und das ist eigentlich die Energie der Zukunft. So geht Energiewende. So geht Energiewende, genau. Ich könnte gar nicht besser sagen. Top, vielen Dank. In knapp über einer Minute hast du es geschafft. Aber ich glaube, das war wirklich, es ist wirklich das Highlight. Da warten viele drauf, dynamische Tarife und das richtige Energiemanagement dazu. Ja, also die Energiewende ist digital. Ne, weil alles andere, Energie erzeugen mit dem Photovoltaikmodul, das kann im Prinzip jeder. Das ist nichts mehr Weltbewegendes. Aber wie verteile ich die Energie dann im Haus und wie lasse ich den Nutzer partizipieren? Ne? Also vom Consumer zum Prosumer, das ist die Zukunft. Alles klar. Danke, ich muss weiter. Gerne, bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Kleiner Abstecher zu Andreas. Andreas ist für unseren Webshop zuständig. Der Webshop wird ständig ausgebaut. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Ich habe gehört, ihr habt ein neues Feature, das ihr bald für unsere Kunden ausrollen wollt. Eine Erweiterung in eurem Webshop. Erzähl mal. Ja, da hast du recht. Wir werden jetzt in Kürze den ersten Teil unserer Schnittstellenerweiterung im Shop ausrollen. Im ersten Step haben wir die Datanorm-Dateien für die Kunden tagesaktuell zum Download. Darin enthalten sind natürlich die Produktinformationen, Produkttexte und natürlich auch Preise für die Kunden. Diese können dann unsere Kunden in ihren Systemen einpflegen und haben so immer die aktuellen Daten und Preise im System. Top, cool. Ich finde es echt spitze, wie ihr immer das Ding weiterentwickelt, immer schöner macht, immer besser macht. Und ihr setzt praktisch direkt um, was die Kunden bei uns anfragen, nur halt
eins nach dem anderen. Aber richtig klasse. Danke dafür. Genau, richtig. Ja, ja. Danke okay. dir. Cool, dann gucke ich mal weiter, was es sonst noch gibt. Wir sehen uns noch, Andreas. Ja? Super, dir noch viel Spaß. Ja, ciao. Ciao. Jetzt bin ich hier bei Trina. Bastian, hallo. Hallo, wie geht's? Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, ein bisschen müde werde ich so langsam, ich glaube, ihr auch, oder? Das glaube ich nicht, ich bin auch voller Energie, Batterien sind voll. Alles klar, dann machen wir gleich los. Legen wir los. Du kennst die Challenge? Ich kenne die Challenge, eine Minute. Let's go. Die wichtigsten Punkte. Okay, willkommen bei der Trina. Unser wichtigster Punkt heute ist unser NEG 9RC.27, das neue Clear Black. Ein Modul, welches zum einen hervorragende Optik bei einer super Ertragsleistung bietet. Was eigentlich die Kombination und der Trick ist, wofür viele Leute eine Nachfrage auch an uns gestellt haben, die besten Argumente der beiden Welten, Optik und Ertrag, miteinander zu verbinden. Das schaffen wir hier bei unserem Clear Black, indem wir in unserem Glas-Glas-Modul eine bifaziale Zelle einsetzen und eine transparente Einkapselung verwenden, sodass wir von vorn und hinten Ertrag haben, aber auf dem Dach das Ganze aussieht wie ein klassisches Full-Black-Modul und damit den hohen Ertrag mit der hervorragenden Optik koppelt. Das ist unser Highlight-Produkt jetzt hier für die Balver Hausmesse. Und die Feedbacks, die wir bisher gekriegt haben, waren alle hervorragend und ihr müsst mehr bestellen. Ja klar, machen wir. Du sag mal, ich habe mal eine Frage. 445 Watt und 22,3% Moduleffizienz. Liegt das irgendwie am Rahmen oder so? Also ich warte sehnsüchtig schon auf die 23 eigentlich. Ja? Das wird im Laufe dieses Jahres nicht mehr kommen. Okay. Da muss man schon noch ein bisschen warten auf neue Zellkonzepte, an denen wir arbeiten. Kombinationen von Topcon, Heterojunction und so weiter. Wird noch eine Weile dauern. Mit 445 auf dem Modulmaß sind wir allerdings auch schon vorne weit weg. Ja, passt. Also top, 445 reicht. Ja. Und ich finde es wirklich schick, ja. Auch durchsichtig. Das ist eigentlich Doppelglas, N-Type, Topcon, eigentlich alles richtig gemacht, würde ich sagen. Eben. Und 1,20 Meter Kabel für alle, die es wissen wollen. Okay, alles klar. Vielen Dank, Bastian. Gerne. Ich muss weiter. Tschüss, viel Spaß noch. Ja, danke, ciao. Jetzt hier bei Novotegra, unserem Montagesystem. Ich habe mich mit Marc verabredet. Er darf natürlich zwei Produkte vorstellen. Er hat nicht nur eine Minute wie alle anderen, weil es ist auch viel, was hier zu zeigen ist. Marc, hallo, servus. Hallo Andi, grüß dich. Ja, wir von Novotegra, unsere Mission, unsere Philosophie ist für jedes Dach die perfekte Lösung. Vom kleinen Ziegeldach bis hin zur großen Flachdachanlage. Mhm. Deswegen habe ich heute zwei Produkte dabei, die ich euch zeigen möchte. Mhm. Zum einen unser Topfix-Dachhaken. Okay. Da kennt ihr die Vorteile ja bestimmt schon mit der zentrischen Lasteinleitung, mhm. die schmale Ziegeldurchführung, also sehr schlanker, optisch ansprechender Bügel, mhm. mit wenig Ziegelausarbeitung und die dreifache Verstellbarkeit. Das ist den Kunden schon seit Jahren gut bekannt. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben den Haken angepasst auf die jetzt immer gängiger werdenden, größer werdenden Ziegel. Das heißt, ich kann mit dem neuen Haken auch eine größere Ziegelüberdeckung darstellen, von 12 oder in manchen Fällen sogar bis zu 13 Zentimetern. Ja. Okay, es ist also länger geworden. Der ist länger geworden, genau. Richtig. Cool. Der ist für mich. Den kannst du gerne nehmen, genau. Dann kann ich die zweite Neuheit vorstellen, nämlich für die Großanlagen im Flachdachbereich. Geht es darum, möglichst schnell zu montieren. Ja, um die Energiewende zu schaffen, müssen die Monteure da schnell sein, müssen effizient arbeiten können. Zeit ist Geld. Ganz genau. Und deswegen haben wir das Flachdach 3-System entwickelt. Der Vorteil vom Flachdach 3-System ist, dass es sehr vorkonfektioniert ist. Das heißt, ich habe wenige und sehr kurze Bauteile, die ich auf der Baustelle dann einfach nur zusammenklicken muss. Ja. Ich habe hier das Abschlussset. Das klicke ich zusammen mit meinem Basiselement, verbinde das über diesen Splint, muss nur anhand der Modulbreite das richtige Loch zum Einklicken wählen. Okay. Und so kann ich meine Anlage aufbauen im Lego-Style und quasi viele KW-Peak in kurzer Zeit montieren. Und was wir auch noch gemacht haben, das Voreinmessen entfällt. Ich habe hier eine Markierung für meine Stütze, sprich wir müssen keine Schienen mehr schneiden. Wir müssen keine Bauteile mehr einmessen, es ist alles vorgefertigt für den schnellen Ablauf auf der Baustelle. Und die Kirsche auf der Torte ist, dass wir unsere Klemme vom Schrägdachbereich auch hier verwenden können. Sprich, eine Klemme für alles, für ein Ziegeldach, für ein Trapezblech, für das Flachdach 3 oder auch für unser Gründachsystem. Richtig, richtig cool.
Marc, vielen, vielen Dank. Gerne. Danke für die kurze Erklärung. Flachdach 3 habe ich immer gemerkt. Das Gründach ist sowieso, bin ich ein großer Fan von. Und danke für den Dachhaken. Ja? Gerne, ja. Wir sehen uns. Ja? Bis dann. Bis dann, ciao. Endlich angekommen bei Huawei. Gülli, hallo. Hi Andy, herzlich willkommen bei uns. Danke, danke. Endlich hast du auch ein bisschen Zeit für uns tatsächlich. Der Stand war die ganze Zeit voll. Allerdings, ja. Lass uns gleich zu deinen Highlights gehen von der Produktmesse heute. Was hast du mitgebracht? So, als Highlight, als Neuigkeit haben wir unseren MB0. Das ist unser großer Hybridwechselrichter von 12, 15, 17, 20 bis 25 Kilowatt. Mhm. Ein Spitzengerät, damit kann man jetzt auch großrätig wunderbar auch mit Speicher bedienen. Mhm. Zwei Batterieanschlüsse habe ich gesehen. Ja, das heißt, man kann hier bis zu 4 Luna-Türme drauf tun. Das heißt, hier kann man ordentlich viel Speicherkapazität darstellen. Das wären im Moment bis maximal 60 Kilowattstunden, okay. Und bald sogar noch. Und du wolltest sogar noch ein zweites Produkt zeigen. Wir müssen uns beeilen, ja, um die Minute nicht rum schnell, ist. Genau. Mhm. Wir haben nämlich noch die Emma, das ist unser Energy Management Assistant, der hier im Zählerkasten angebracht wird, der im Grunde den jetzigen Sensor ersetzt und auch den Dongle überflüssig macht. Mhm. Und wenn man auch Wärmepumpen ansteuern kann und mehrere andere Geräte auch, die Energiezentrale für zu Hause, für ihr gesamtes Team. Hast du richtig gut gemacht. Ich meine, da freue ich mich wirklich drauf, ja. Kombination aus dem neuen Hybriden und dem Energiemanagementsystem. Eben. Sind wir hier in der Energiewende angekommen. Gülli, sowieso. Vielen Dank. Ich hoffe, die Stimme hält noch. Wir sehen uns nachher noch auf dem Tee dann draußen. Ja, wunderbar. Genau, der Tee wäre ganz gut für die Stimme. Danke nochmal. Spitzenveranstaltung. Bis später. Danke. Ciao. Ciao. Jetzt angekommen bei LG. Ja. Treffe ich ETIP. ETIP, du wolltest hier kurz was vorstellen. Genau. Deine Zeit läuft. Mein Name ist Etibian Dubi, ich bin Sales Manager bei LG Electronics. Mhm. Heute stellen wir bei der BayWa Marktplatzmesse unser LG ESS Home vor. Mhm. Das ist ein eigens von LG Electronics hergestelltes Batteriespeichersystem, bestehend aus dem Hybridwechselrichter in den Leistungsklassen 8, 10 und 15 kW und der Hochvoltbatterie in den Kapazitätsgrößen 11 und 15 Kilowattstunden. Okay. Das Besondere an dem System ist, dass es für die Eigenverbrauchsoptimierung konzipiert worden ist. Also es verfügt über 3 MPPT-Tracker, dass man auch komplexe Dächer abbilden kann. Es hat die Möglichkeit, 2 Batterien anzuschließen. Die Wärmepumpe kann direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden. Entsprechend da auch dieses ganzheitliche Konzept der Eigenverbrauchsoptimierung und der Sektorenkopplung, dass man jetzt im Rahmen der Elektrifizierung auch die Wärme im Haushalt mit Strom betreiben kann oder auch die betriebliche Versorgung eines E-Autos gewährleisten kann. Ja. Perfekt, vielen Dank. Eine Minute, hast du alles erzählt. Ich habe gesehen, dass man auch mehrere von den Hybriden anschließen kann. Ja. Das ist eigentlich ein Hammer, oder? Genau. Der neue Home 15 Plus hat dann diverse neue Features. Zum einen die Skalierbarkeit. Bedeutet, dass man 3 Wechselrichter entsprechend aneinander schalten kann. Und hierbei hat man die Möglichkeit, auch diesen kommerziellen Bereich freizuschalten in der Industrie. Und wie viele Wallboxen in einer Anlage? Jeweils eine. Nur eine? Genau, eine Wallbox. Nee, eine reicht am Anfang. Genau. Später dann hoffentlich mehr. Genau, die Batterie lässt sich aber auch erweitern. Das heißt von 11 auf 15 Kilowattstunden und dann jeweils entsprechend, wenn die Kapazität nicht reicht, 2 Batterien. Alles klar. ETIP, vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Ich hoffe, wir haben dich sehr gestört. Ich hoffe, dein Arm wird bald wieder besser. Genau, danke schön. Und wir sehen uns. Genau, hat mich sehr gefreut und danke für die Möglichkeit, hier an der Messe teilzunehmen. Ja, und war ein tolles Ding, oder? Auf jeden Fall. Also ein sehr großes Kompliment an BayWa für die Ausrichtung. Genau. Alles klar, danke. Wir sehen uns. Gerne. Ciao. Fast der letzte Stand. Jetzt sind wir hier bei Fronius und ich sage Hallo Carsten. Hallo Andreas. Ja. Schön, dich zu sehen. Wir wollten kurz vorbeigucken. Wir machen eine kleine Challenge. Jeder unserer Partner hat 60 Sekunden Zeit, um sein Produkt, sein Highlight vorzustellen. Vielen Dank für die Einladung hier auf der Hausmesse Marktplatz. Ja, wir sind heute hier vertreten mit dem Gen 24. Das ist ein hybrider Wechselrichter, den es in den Leistungsklassen 3 bis 10 kW Peak gibt und seit Anfang des Jahres in einer abgespeckten Version ohne hybride Funktion. Hier ist der Batterieanschluss von Haus aus deaktiviert, kann aber per Software-Update zu einem ebenbürtigen Hybriden abgedatet werden.
In wenigen Wochen wird es für diesen Wechselrichter einen PV-Point Komfort geben. Der PV-Point Komfort ist eine Dauerfunktion vom Notstrom, egal ob Strom da oder auch Strom weg. Ja, in Voraussicht, du hattest gefragt gehabt, wird an einer Vergrößerung vom Gen gearbeitet. Vermutlich Richtung zweite Jahreshälfte könnte ein größerer Hybrid uns hier im Portfolio noch verstärken. Super. Vielen Dank, Carsten. Bin gespannt auf den neuen PV-Point. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Highlight von dem Produkt auch. Ja, also ja. Ich meine, das ist unser, ich würde sagen, unser kräftigster Hybrid hier. Ja, danke, dass du uns das gesagt hast. Wir sehen uns dann auf der Indra Solar vielleicht mit mehr Neuigkeiten. Bis in wenigen Wochen. So wird es sein. Genau, vielen Dank. Danke, Carsten. Ciao. Tschüss. Ich habe mich jetzt zum Stand von SMA gebeamt, zu unseren Kasseler Freunden. Hallo Sigi, schön dich zu sehen. Grüß dich. Gut schaust aus. Dankeschön. Mir geht's auch gut, ich bin gut versorgt worden bei Viber. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. War sehr schön bei euch. Gut, gut. Du kennst unser Ding, wir wollen dein Highlight in einer Minute festhalten. Alles klar, eine Minute ist sportlich, aber ich werde mir Mühe geben. Also unser Highlight ist unser Home-Batterie. Ja, im Home-Bereich mit 5 Modulen aufbaubar, jeweils 3,28 kW. Heißt 1, 2, 3, 4, 5 Modulblöcke. Die kann man auch Rücken an Rücken stellen oder an der Wand stellen. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel auf Stelzen, also hochstellen. Passend dazu unseren einphasigen Hybridwechselrichter, den SBSE. Super Gerät für kleine Dächer, hat 3 MPP-Trecker. Ja, mit einer niedrigen Eingangsspannung von 66 Volt. Das heißt, 2 Module Gaube, links, rechts, Ost, West und noch das Garagendach, wo man früher eigentlich vernachlässigt hat, weil wir keinen passenden Wechselrichter gehabt haben. Wie gesagt, der kleine SBSE Smart Energy, absolute Neuheit, Top-Produkt. Kommt bald auf den Markt, ja? Also wir sind schon in der Auslieferung. Genau, die Biber wartet auch schon drauf. Also wir sind in den Startlöchern und freuen uns dann, euch zu beliefern. Ja, ja, wir freuen uns auf den kleinen Bruder vom Triebhauer. Genau, das ist der Einfluss. Die Minute ist vorbei, aber wir haben noch eine Kleinigkeit. Wir haben gesehen, ihr habt ja ein ganz tolles Absolut. Projekt gestartet. Ja, genau, wir wollen was Gutes tun für unsere Kunden und haben eine Cashback-Aktion gestartet. Da geht es los mit den Großen, mit den 110er, mit den Corvan, rüber über Business, das Ladegerät für E-Autos, dann Hybridwechsel wieder und unsere Batterien, ja, okay. Home-Bereich. Gibt es alles bis zum 30.09. Bis zum 30.09. Okay. Einfach registrieren, wie gewohnt, auf unserem Portal, beliebtes Portal. Ja, ja, muss ich sagen. Also, ne, das ist eine richtige Aktion. Ja, ist gut, genau. Wir wollen ja mal was zurückgeben, unsere treuen Kunden, und kommt sehr gut an. Freuen sich alle drüber. Wir freuen uns auch, dass wir was zurückgeben können. Alles perfekt. Sigi, vielen Dank. Vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Sehr die gerne. Zwei Highlights, der Sunnyboy Smart Energy und die Batterie dazu. Ich bedanke mich auch nochmal, dass wir hier sein haben dürfen. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Danke. Dank. Ja, gerne, gerne. Wir sehen uns. Bis Danke. Ja, tschüss. Okay, zum Abschluss noch einen altbekannten, aber für uns neuen Hersteller. Wir haben ihn noch nicht direkt geführt, Janica, aber ist natürlich sehr bekannt für seine Zähler. Hallo Ludwig, schön dich zu sehen. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Wir kommen auch jetzt zu dir, unserem neuesten Partner in unserem Portfolio. Und du hast jetzt auch eine Minute Zeit, deine Firma, dich und deine Produkte vorzustellen. Okay. Also die Firma Janica ist noch ein Familienunternehmen. Wir haben unseren Sitz in Lanau, das ist etwa 80 Kilometer nördlich von Frankfurt. Sind mittlerweile 400 Mitarbeiter. Unsere Kernkompetenz sind Energiemessgeräte. In Bezug auf Energiemesstechnik, aber auch Netzqualität und Differenzstromüberwachung. Und seit 2 Jahren haben wir auch ein Lastmanagement im Programm, wo wir Lasten steuern können in Kombination von PV-Anlagen, Speicher, Wechselrichter, E-Mobility, sonstige Verbraucher, wo wir eben diese Lasten steuern und regeln können. Zudem auch ein Spitzenlastmanagement, um eben auch die Spitzenlasten gemessen über diesen 15-Minuten-Wert, der für die Berechnung des Folgejahres wichtig ist, auch zu reduzieren. Ja, sehr schön. Noch knapp unter einer Minute. Ich meine, es hat wahrscheinlich schon jeder einen Janica-Zähler verbaut oder gesehen oder als Netzanalysator drin. Ich freue mich, dass ihr jetzt auch in dieser Regelleistung mit drin seid, mit uns, ja, mit dem Energiemanagementsystem.
und bin gespannt, was wir noch alles zusammen anstellen können. Ich bin auch gespannt, ich freue mich darauf und meine Kollegen genauso. Alles klar, vielen Dank Ludwig. Dann danke auch. Schönes Zusammenbauen, die Messe ist ja praktisch jetzt vorbei. Genau. Und gute Heimreise. Dankeschön. Gerne. Also, ciao. Ciao. Ein langer Tag ist vorbei. Wir haben mit fast allen Herstellern hier gesprochen. Ein, zwei konnten wir leider nicht machen. Es war einfach zu viel los. Wir hatten sehr gute Gespräche. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten keine Zeit, um das leckere Essen zu essen. Wir hatten kaum Zeit, hier irgendwann einen Vortrag zu hören. Wir haben uns gefreut, alle unsere Kunden hier zu sehen. Und jetzt bin ich wirklich gesagt, ein bisschen durch. Wir räumen noch auf hier. Und dann trinken wir auf alle Fälle mal hier ein kleines alkoholfreies Bier. Und hoffen, Sie bald wieder hier bei uns zu sehen und wünschen ein schönes, solares Jahr. Bis dann.